Ui. Oh. Oh. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Kameraden und Kameradinnen da draußen. Ich danke wie immer fürs Reinschalten und fürs fleißige Bewerten der letzten so wunderschönen Schleichfolge hier von Let's Play Crysis 3. Wie immer am Ende der Folge den Daumen in der nördlichsten Richtung nicht vergessen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, mir einen motivierten Kommentar hinterlassen und natürlich, falls ihr es noch nicht getan habt, auch mal auf dem Instagram-Channel vorbeischauen. Der tut sich aktuell zwar nicht allzu viel, aber das wird sich auch wieder ändern. So, wir machen direkt weiter, denn wir befinden uns ja hier immer noch auf schleichhafter Mission mit Prophet. Wir haben gerade oder in der letzten Folge ein paar wichtige Dokumente eingesammelt und die sollten uns eigentlich sagen, wer zum Teufel Psychos Anzug geklaut hat, beziehungsweise Psycho aus seinem Anzug geschnitten hat. Wir haben es leider nicht Gottes nicht herausgefunden, weil die Daten unscharf gemacht wurden oder zensiert wurden, wie Prophet so schön gesagt hat. Und wir müssen jetzt weiter schleichen und den Suchscheinwerfern weiterhin ausschleichen. Ich habe außerdem in unserer, naja, Anzugsstatistik, beziehungsweise in der Anzugs, Form, Anzugs-Upgrade, so rum, habe ich etwas verbessert. Und zwar habe ich mir das Radar-Zoom-Upgrade geholt, weil das war eine Sache, die habe ich immer gedacht, kann man von Anfang an, ist aber hier in dem Falle nicht so. Man muss erst ein Upgrade kaufen. Und des Weiteren habe ich noch die erweiterte Tarnung geholt. Die lässt mich nämlich länger unsichtbar erscheinen. Außerdem schaltet die geräuschloses Gehen frei, was schon mal ziemlich cool ist. Ich könnte jetzt auch noch hier das hier holen. Allerdings weiß ich da nicht so recht. Ich schalte das einfach mal frei. Panzerungsschutz steigt dadurch auch etwas. Okay. Ist vielleicht geiler als schnellere Turnkills, oder? Oh. Ich frag mich nur gerade, weil hier steht 50% weniger Panzerungsschutz. Heißt das, wenn ich mit Waffen getroffen werde? Ich bewege mich schneller, aber ich habe weniger Panzerungsschutz, aber Panzerung steigt nach oben, wenn ich das habe. Wir probieren es einfach mal aus. Wir werden sehen. Da ich mich aktuell schleichend fortbewege. Ach so, ich habe übrigens auch die Untertitel eingeschalten. Nur, dass ihr das auch schon mal wisst. Das wurde sich ja gewünscht. Eigentlich wollte ich es schon ab Folge 6 oder 7 anschalten. Habe ich leider Gottes vergessen. Dieses Mal sind sie an. Ich gucke das noch mal ganz schnell zur Sicherheit. Spiel, Untertitel, jawohl, die sind an. Sehr, sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, wir können direkt loslegen, weitermachen und hier uns schleichend fortbewegen. Wir müssen da die 131 Meter entlang. Und wir haben jetzt, wie gesagt, auch die längere Tarnung. Das ist schon mal sehr, sehr gut, sehr, sehr schön. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man hier sonst noch irgendwie was finden? Ist hier noch irgendwas? Oder und ist die Tarnung wirklich länger? Ich kann das gefühlt immer so viel länger finde ich die gar nicht. Okay. Wollen wir mal weiter. Oh, da war ein Reh. Ich dachte schon, was ist denn hier jetzt aufgesprungen? Ah, ich kann hier hochspringen, okay. Dann werde ich mich mal kurz. Ja, okay, das geht so nicht. Alles klar. Oh. Das war nicht gut, das war etwas laut. Da sitzt doch irgendwer. Ach nee. Das ist ein Toter.
Oh. Oh. Dann versuche ich mal, das Teil zu hacken. Okay. Gut. Nein! Das soll nicht auf die gegnerischen... Oh! Scheiße! Wo kam der denn jetzt her? Das lief gerade aber nicht so gut. Oh oh. Da ist noch einer. Oh oh. Oh oh, gar nicht gut. Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen... ...bisschen zusammenreißen. Wo kam denn die her? Ja, ich verstecke mich und ich bleibe auch versteckt, ihr Säcke. Ja, den hat's ordentlich zerberstet. Das war ein Marine. Okay, ich muss da runter. Oh. Oh oh. Komm schon, einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen. So, wir müssen auf jeden Fall hier entlang. Okay. Kontrollpunkt erreicht. Sehr, sehr gut. Da sind Minen, okay. Kann ich mich auch kurz... Okay, da kann ich mich kurz verstecken und meine Energie wieder aufladen. Das ist sehr gut. Und dann muss ich mal schauen, wo geht's denn jetzt hier lang? Ach du Jemine. Ach du Jemine. Das sind ja auch mal überhaupt nicht weniger. Ach du Heiliger. Ja gut. Alter, wie schnell das Visier hier ist, okay. Gut, dann wollen wir mal weiterschleichen, ne? Okay, hier geht's nach oben. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Dann schleiche ich mich mal hier langsam nach oben. Ja, möchte ich. Verstecken spielen tue ich sehr, sehr gern. Oh. Sorry, Kumpel. Kann es sein, dass die Bude hier einbricht? Dann würde ich mal fast vorschlagen. Ich glaube, auf der oberen Etage sind noch ein paar. Da warten noch ein paar Leute auf mich. Aber nicht so schlimm. Die holen wir uns jetzt ganz, ganz leise und sneaky. Keine Spur. Ja, bitte nicht so laut. Ich muss doch sneaky arbeiten. Da sind welche. Hier in dem Raum ist keiner. Okay. Das heißt, ich kann mich hier erstmal wieder verstecken. Energie auf... Also die sind auf jeden Fall alle ziemlich angespannt und wollen mich zur Strecke bringen. Also sie wissen auf jeden Fall, dass ich hier irgendwo rumsneake. Das ist aber nicht so schlimm. Das können sie ja ruhig. Ciao, Kumpel. Auch mit dir. Mach's gut. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. So, und hier erstmal wieder aus der Deckung. Luft ist frei. Der unten läuft immer noch da schön rum. Oh. Dich habe ich ja völlig übersehen. Jo, ich mache Jagd auf euch alle. Ich mache definitiv Jagd auf euch. Oh. Das ist eine sehr, sehr geile Schrotflinte, muss ich mal dazu sagen.
Daten sammeln. Nice. Okay. Erstmal wieder Energie. Energie. Und dann meine Pfeile noch zurückholen. Wo ist denn der andere, den ich hier noch gekillt habe? Hier. Danke für den Feier, mein Freund. Danke, dass du den für mich aufbewahrt hast. Nee, dich lasse ich da unten ja tatsächlich gerade am Leben. Gut, wir müssen jetzt hier entlang. Damit wir hier auch endlich mal ein bisschen zu Potte kommen. Wir haben doch jetzt hier alles, was ich haben wollte. Haben wir doch. Jo, wir können doch hier jetzt endlich... Tschüssikowski, was muss ich auch machen? Seierrutsche benutzen. Aliwudachi, juhu! Und weiter geht's. So. Oh. Oh. Test, Test. Prophet, sind Sie da? Der Jo. Funk war offline. Ein EM-Impuls hat das Netzwerk lahmgelegt. Rasch ist verschwunden. Ich muss mich zuerst um ihn kümmern, aber Michael hat Ihre Befehle. Okay. Jetzt habt ihr das erste Mal mitbekommen, dass ich wirklich die Untertitel anhabe. Ich muss also immer noch die Suchscheinwerfer ausweichen. Ich nehme mal wieder meinen Bogen. Ich muss immer noch den Suchscheinwerfern ausweichen und weiterhin... Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Oh oh. Oh oh. Alter, Alter, ich bin... Alter, was ist denn hier los? Hier stürzt alles ein. Das hört sich an nach Aliens. Hier sind bestimmt Zeffs unterwegs. Und das ist alles andere als schön. Ich brauche jetzt hier nicht noch Aliens. Ich habe hier schon genug mit den Zell an der Backe. Da müssen jetzt hier nicht auch noch irgendwelche Alien-Viecher kommen. Natürlich kann ich da jetzt nicht hoch. Haha. Bitte keine Aliens, bitte keine Aliens, bitte keine Aliens. Hallo? Ich komme in Frieden. Ich bin einer von euch. Und ihr einer von mir. Okay. Ach, das sind Helikopter, die hier rumfliegen. Totes Hell hat... Das war nicht ich. Und das finde ich... komisch. Ui. Oh. Oh. Ach du. Laut der Aufzeichnungen von Cell ist ein Mind Carrier des Hell in ihrer Nähe. Angesichts ihrer Sensibilität für die Aliens sollten sie ihn nicht erobern. Sehen Sie, die Sith haben eine kollektive Intelligenz, einen Schwarmverstand. Alles dreht sich um den Alpha. Jetzt, wo er frei ist, wachen sie alle auf. Wenn diese Mind Carrier Teil des Prozesses sind, muss ich sie mir ansehen. Einen Schwarmverstand? Sie haben eine Menge Alien-Material in ihrer DNA. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Mhm. Interessant. Okay. Ihr habt gerade den Alpha-Seth gesehen. Ich finde, die Aliens bei Crysis 3 sehen so ein bisschen aus wie... wie Maschinen. Achtung, muss... Achtung, hier ist Turm 436. Stehen unter schwerem Beschuss. Massive Seth-Verbände kommen in unsere Richtung. Turm 436, hier Bodeneinheit Theta 1. Wir verstärken den Abwehrriegel. Theta 1, hier Overside. Größerer Feindverband nähert sich eurer Position. Ich zähle 8. Nein, 10 Einheiten! Oh. Das sind übrigens keine Cell mehr. Das sind, Cephs. Turm 436, wir haben hier ein ernsthaftes Problem. Oh oh. Diese Bastarde mit oh oh. Den Arm, bevor sie uns überrennen.
Ich habe Angst. Zeffs sind schon was anderes als, naja. Pinschgewehr. Okay. Was auch immer das ist. Ich nehm's mal so hin. Da oben ist noch einer. Der kommt hier gerade auch entlang. Oh oh. Okay. Wie viele sind das, Alter? Was ist das eigentlich für eine Waffe? Mein Gott. Was zum Teufel hat er vor? Er kann sich in Seth-Waffen einklinken? Ja. Wusstest du das, Michael? Wie weit weg ist er schon? Kann ich. Und das ist geil. Wenn ich das mal so sagen darf. Da ist noch ein Pfeil, den will ich natürlich wieder haben. Da muss ich hin. Ist hier vorne noch irgendwas? Da brennt's auf alle Fälle. Und da finde ich noch irgendwas. Alter Vater, was geht denn da ab? Holla, die Waldfee. Da brennt aber ein Herrenhaus. Lichterloh. Okay. Dann hacken wir mal wieder. Hammer. Hammer. Sehr, sehr gut. Schöne Waffe drin oder so? Oder wieder coole Teile? Ach so. Die kann ich nicht nehmen, wenn ich die Alien-Waffe habe. Ah, okay. Verstehe. Munition einstecken. Warum habe ich denn so wenig Munition, muss ich mal ehrlicherweise gestehen. Kann ich nur 120 Schuss aufnehmen? Das ist krass. Okay, da sind noch mehr. Mann, die Waffe, die schießt aber auch ordentlich daneben. Okay, ein Hammer. Ich meine, die hat ordentlich Power. Aber der Rückstoß ist ja auch unter aller Kanone. Okay, Hammer. Seth Energiepack. Was war das denn jetzt? Gut. Oh shit, da oben war irgendwas. Komm schon, hau ab, du Sack. Ich hätte dieses Energiepack, glaube ich, nicht kaputt machen sollen. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Okay. Ich greife wieder zu meiner normalen Menschenmunition. Wow! Oh! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Alter, warum sind denn jetzt hier wieder so viele? Aber auch Schaden mit ihrer Waffe.
Das ist ja unfassbar, dieses Pinch-Gewehr. Alter, krass sieht das einfach nur aus, bitte. Ho. Kann der bitte sterben? Danke. Ich habe schon wieder keine Muni mehr. Darf ich mal? Danke. Brauch mal ein bisschen neue Muni. Ach, hi. Oh, keine Muni für die Waffe. Ups. Die Waffen haben ja doch Munition. Oh, shit. Oh. Puh. Jetzt habe ich so langsam ein Problem. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Bleib stehen. Alter, was zum Henker? Da ist ein Pfeil. Da ist ein Pfeil. Also, was war denn jetzt los? Okay. Jetzt geht mir die Munition aus. Das ist nicht gut. Oh, shit. Ich habe keine Muni mehr. Das ist nicht gut. Ich renne auch mal dahin zurück und gucke, ob ich da noch Munition snacken kann. Hoffentlich liegt da noch ein bisschen was rum. Shit. Ist alle. Dann vielleicht doch hier die nehmen. Oder nehmen wir die? Wir nehmen die Schrot. Komm, wir nehmen einfach die Schrot hier. Stabilität und ein bisschen mehr Schaden ranhauen. 1A. Los geht's. Komm schon. Nehmen wir halt mal die Schrotflinte. Müssen wir halt ein bisschen mehr auf den Nahkampf gehen, aber okay. Gut, Leute. Ich würde sagen, das reicht wieder für diese Folge Crysis. Wir machen hier mit diesem geilen Anblick das nächste Mal weiter. Und ich würde sagen, bis dahin, haut alle rein, bleibt alle schön gesund und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Hyrus. Bis denn. Ciao, ciao.